Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollen hier nochmal schauen, dass wir die Gehege ordentlich eingerichtet kriegen. Früchte essen. Ja, Früchte haben wir jetzt ja genug da. Ich meine, wir haben 4 Futterplätze. Jetzt schauen wir mal eben nach einem Stall für die Giraffen. Da wäre ja eigentlich auch ein Hochstall das Richtige. Ja, warum nicht so einen großen, oder? Den haben wir noch nicht stehen. Halt, andere Richtung. Nein. Ja, okay. So, dann brauchen wir noch ein paar Bäume. Was, achso, da können wir ja eigentlich die hier wieder nehmen, ne? Die finde ich klasse, die gefallen mir. So, und dann ist das eigentlich auch schon okay. Ich würde hier noch ein paar Steine hinlegen. Ich weiß nicht, ob die springen wollen oder eher nicht. Das, sehen wir dann. Trainingsgerät, was könnte man dann denn einer Giraffe als Trainingsgerät geben? Ich weiß nicht. Erstmal nichts, würde ich sagen. Schauen wir dann nochmal. So, euch geht's auch prima. Ihr braucht aber auch noch einen kleinen Unterstand und noch ein paar Bäume. Unterstand. Nehmen wir doch erstmal den Unterstand halt da. Da nehmen wir so einen kleinen. Ne, das reicht für die ja völlig aus. Den würde ich aber hier hinstellen. Na, dreh dich. Okay. Bäume würde ich hier eher so in Richtung Wald tendieren. So ein bisschen. Okay, auch ein paar Steine vielleicht, falls sie denn springen möchten. Und ja, da würde ich auch ein Trainingsgerät reinstellen. Nee, eine Glocke. So, okay. Was habt ihr denn hier für Sorgen? Der Boden ist mir zu weich. 40 bis 70, da nehmen wir doch dann Erde. So, das sollte passen. Und dann sollte das Gehege eigentlich auch okay sein. Pfleger haben wir einmal hier, der deckt beide ab. Und hier haben wir einen Pfleger, der noch bis dahin kommt. Ja. Da gucken wir dann nochmal. Ich glaube, dafür ist das Gehege hier fast ein bisschen klein, oder? Hier, den können wir noch da hinten reinstellen. Gott, haben wir viele Zebras. Mann, Mann. Ganz schön viele geworden. Was ist jetzt bei denen los? Mineralien. Oh, die habe ich vergessen. Stimmt. Hier. Da bekommt ihr noch Mineralien. Okay. Vielleicht auch was zum Kratzen, falls ihr da auch noch auf die Idee kommt. Bitteschön. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt hier erstmal um die Buden. Dass wir die Leute, die bis hier hinten hinkommen, auch zufrieden kriegen. Schauen, das. Ja. Da können wir eigentlich irgendein Dekoteil hinstellen. Die Frage ist nur, was? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Nee. Ja, schön ist anders, ne? Ja.
Egal, wir machen erstmal jetzt hier den Platz hier, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was wir noch an Zeugs haben. Da noch hinstellen können. So, da haben wir jetzt mal die Klos auf jeden Fall. Dann brauchen wir... Oh, Kraken schlüpfen wieder. Eis. So, da haben wir Eis. Getränkestand, den stellen wir hier so schräg vor diesen komischen Hügel. Okay, da machen wir hier einen Weg hin. So. Und hier nach hinten zum Klo natürlich. Dann würde ich hier gerne den Souvenirladen ranstellen. Das ist mir zu weit da. Das geht nicht. Dann stellen wir den doch einfach dahin. Drehen das Ganze hier mal und gucken uns mal von der anderen Seite hier um. So, hier machen wir jetzt einfach mal alles weg draus. Da stellen wir hoch. Stellen wir jetzt einen großen Baum hin, und zwar so einen roten. Hier hinten. Ach, können wir eigentlich zwei hinstellen und noch irgendwas Dekomäßiges. So. Nee, das sieht dann doof aus, ne? Ja, das lassen wir. Okay, dann können wir eigentlich hier noch was hinstellen. Kleines Bäumchen. Hier vorne. Was hast du denn? Mir ist so kalt. 40 bis 60. Kann ich den nicht verschieben, den Bereich? Nee, ne? Schade. Jetzt müssen wir da einfach nochmal ein Heizgerät hinstellen, damit die Bäume hier nicht frieren. Zack. So, okay. Was stellen wir denn dahin? So ein? Und kann man da noch ein bisschen Deko vorstellen? Gut, auch Erde, brauchst du auch Erde? Boden ist so weich. Okay. So, dann können wir hier jetzt eigentlich noch ein paar Bänke und so hinmachen. Frage ist wie? So, ja. Wir brauchen hier ja auch noch Getränkeautomat, brauchen wir nicht. Aber die Fotobox würde ich hier ganz gerne noch mit aufstellen. Videoinfo haben wir hier noch. Geldautomat. Mülleimer. Ja, dann machen wir hier noch schönen Weg.
Ne? Na, das will nicht so ganz. Egal, lassen wir das einfach so, wie es ist. Da fehlt auch noch ein bisschen. So. Dann können wir hier noch ein bisschen was Dekomäßiges hinmachen. Aber was? Sowas. Und da in die Mitte können wir eigentlich auch noch was hinstellen. Nee, das zu groß. Das haben wir eigentlich schon oft stehen. Auch zu groß. Nee. Na gut, dann lassen wir das doch erstmal so, wie es ist. Okay, so. Ständer haben wir da hinten jetzt auch. Dann können wir mal eben nach unseren Tieren gucken, wobei momentan das Wetter schlecht ist. Giraffe 1, ich vermisse meine Gefährten. Ihr seid doch zu dritt. Ihr habt doch Herdengröße 3 bis 12. Das sollte also kein Problem sein. Was haben wir hier? Trinken, trinken, trinken. Hunger. Okay. Da ist dann alles okay bei den Tieren. Hauskatze 33. Hauskatze können wir auch mal alle Jungtiere verkaufen. Was bist Hauskatze? Haben wir alle Jungtiere weitestgehend verkauft, aber wir verkaufen hier nochmal ein paar zusätzlich. Das sind schon extrem viel. Und ich glaube, die Zebras vermehren sich so richtig gut. So, das andere waren Karthäuser, ne? Karthäuser, Katze. Alle Jungtiere weg. Okay. Oh je, die Straußen, ja. So, bei den Kraken ist alles okay. Straußen wollte ich gucken. Zebra und Straußen. Also bei den Zebras ist auch noch alles okay. Und die Strauße waren in die Richtung. Da. Uiuiui, also so langsam werden es richtig viele, ne? 500 gibt es hier für ein Jungtier, okay. Wer jammert denn darum? Was ist da los? Mir geht's prima. Gibt's hier nichts zu trinken? Guck mal hier. Also ich meine ja nur. Gut. Okay, dann scheint hier erstmal alles gut zu sein. Hier haben wir ja den Tierpfleger, den würde ich mir eben ein bisschen versetzen. Den will ich zwar schon hier vorne behalten, aber das Gebäude stand nicht so wirklich richtig. So, und einstellen wir hier hin. Dann drehen wir mal einmal um. Und hier zwischenstellen wir dann nochmal die ganzen anderen Typen, die wir so brauchen. Handwerker. Gärtner. Gärtner. Was haben wir noch? Tiertrainer. Der passt hier nicht zwischen. Passt der dazwischen? Nee. Dann nehmen wir den nochmal weg. Machen hier erstmal den Müllmann noch mit hin. Obwohl, wir könnten hier mal einen Arzt hinmachen. Hier haben wir ordentlich Platz, da machen wir doch hier jetzt erstmal einen Arzt mit hin. So, dann machen wir den Tierpfleger hier wieder hin.
Hier stellen wir gleich in die Lücken dann ein bisschen Deko rein. Und Müllmann fehlt noch, ne? Müllmann, Müll, Müll, Müll. Ja. Gut. Wie gesagt, dann machen wir ein bisschen Deko in die Lücken. Und das passt dann schon. Allerdings machen wir das dann erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.